So Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, wenn ihr das Video gerade seht. Wir sind gerade in Kyoto unterwegs. Kyoto, ihr wisst es, sehr kulturell. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Inari-Schrein. Das ist wohl der größte Highlight überhaupt. Leute, ihr könnt euch vorstellen, wie viele Treppen ich schon gelaufen bin. Unzählige Treppen. Jetzt geht's gerade wieder abwärts. Es ist alles okay. Ich bin, glaube ich, gefühlt eine ganze Stunde die Treppe hochgelatscht. Das war absolut krank, Alter. Geschwitzt wie ein. Egal, das soll jetzt kein Thema sein. So, wir gehen jetzt immer noch zum Inari-Schrein. Das heißt, wir sind immer noch auf dem Weg nach unten. Keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Also heute laufe ich ordentlich und das ist nur ein Schrein. Zwar der größte und berühmteste, aber halt immer noch der. Nur einer. Von einigen mehr. Ja. Schaut euch das an. Schön. Das ist immer noch nur einer von mehreren, die wir heute sehen. Und ich möchte euch ja natürlich auch ein bisschen Kyoto zeigen. Die Stadt an sich. Ja, also nicht nur das Kulturelle, sondern auch die Stadt an sich. Diese Figuren finde ich immer mega beeindruckend. So Leute, guckt euch das mal an. Hier sind schon die ersten Kirschblüten, die blühen. Aber das ist ja nur der Anfang von einem großen Schauspiel. Sehr schön. Jetzt beginnt es langsam. Es beginnt. Guck mir das fokussiert, das ist echt mega geil. Ja. So Leute, wir haben uns was zu futtern gekauft oder so eine Kleinigkeit. Und zwar Marumochi in verschiedenen Geschmacksrichtungen und die probieren wir jetzt einfach mal. Da. Einmal Schokolade. Das ist Matcha. Süße Sojasauce oder Anko. Einmal Anko. Im Übrigen fahren wir gleich mit dem Bus zurück nach Kyoto zu den anderen Zielorten. Das ist süße Sojasauce und es sieht sehr. Guck mal, da kommt eine Blase raus. Leute, seht ihr das? Eine Blase. Klasse. Also wir sind gerade mal die Straße soweit. Da fahren wir gleich mit dem. Oh, ist das eklig, ey. Fahren wir gleich mit dem Bus lang. Oh, das Beste war immer noch Schokolade. Das hat richtig geil geschmeckt. So, der Bus sollte in 4 Minuten kommen oder 3 Minuten. Oh Gott. Ich sterbe gleich. Mann, das ist ja wirklich eklig, Erik. Okay, bis gleich. Wir sitzen jetzt im Bus und sind jetzt auf dem Weg zum Kinkakuji. Ein goldener Tempel. Ja, aber wir müssen Bus fahren und das jetzt für 45 Minuten. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Aber dafür kostet so ein Kyoto-Ticket, um das auch alles sehen zu können und sowas, 500 Yen. Und damit kann man dann unbegrenzt Bus fahren, also das ist natürlich super. Ja, aber wir fahren jetzt 45 Minuten. Ich zeige euch dann immer mal ein bisschen was von der Stadt. Weil alles können wir leider nicht hinlatschen, weil wir nur einen Tag hier sind. Ja. So, nach 45 Minuten wunderbare Busfahrt mit sehr, sehr viel Platz für meine Füße und Beine sind wir jetzt beim Kinkakuji angekommen, beziehungsweise bei der Anlage. Und dann müssen wir jetzt erstmal hin. Quasi müssen wir da erstmal wieder ähnlich lang wahrscheinlich hinlaufen. Und da seht ihr schon, da ist die Karte. Mal gucken, wo wir überhaupt sind. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ich weiß nicht, wo wir sind. Jetzt suchen wir uns mal das ganze Ding und laufen mal ein bisschen los. Ich meine, ihr seht das schon. Wieder mal sehr kulturell das Ganze. Im botanischen Garten und sowas habe ich leider noch nicht gesehen. So einen schönen großen. Boah, hat es mich schon wieder fast hingelegt. Leute, das ist gemeingefährlich, hier lang zu laufen. Ey. So, wir haben jetzt den goldenen Tempel gefunden.
Und es kostet sage und schreibe 3,50 Euro Eintritt, um den zu sehen. Naja, das ist es mal wieder total wert gewesen. Nicht. Also ich finde es sehr gut, wenn man da ein bisschen Geld verdienen möchte mit dem Zeug. Aber im Endeffekt finde ich das also doch ein bisschen übertrieben, nur um die Aussicht zu genießen. Im Buddha war es schon krass, weil das eine riesen Tempelanlage war. Aber anstelle von Desta. So. So, wir werden hier sogar hingelotst und können nun das Ganze sehen. Ich habe mir jetzt wieder ein Eis gekauft und zwar heute das zweite Soft Eis. Das eine war mit, was war das erste? Also ich glaube, was war das erste, was ich gehabt habe? Egal, auf jeden Fall, das ist Matcha mit Vanille. Dann hatte ich ja dieses Aquarium-Eis mit Soda-Geschmack und jetzt habe ich vorhin, was hatte ich denn vorhin gehabt? Der Fix. Bohnen. Genau, ich hatte Bohnen. Eis. So, jetzt habe ich Matcha-Eis. So, wir sind jetzt einfach mal ein bisschen rumgerannt, beziehungsweise ganz viel mit dem Bus gefahren und einfach mal hier ausgestiegen. Und ich sag's euch, die Hauptstraße da vorne, da kommen wir bestimmt noch wieder hin, Leute, es ist teuer, sauteuer und es sieht halt sehr, sehr westlich aus. Also sehr, sehr nach, ja, wie ja, München, kann man schon sagen. Es sieht halt so danach aus, sehr, sehr teuer. Wir haben nicht viel gesehen von Kyoto 4, weil die Fahrten immer so übelst lange gedauert haben. Und generell muss ich echt sagen, dass Nara mir bedeutend besser gefallen hat als Kyoto bisher. Deswegen, wahrscheinlich wird das Video auch komplett zusammengepackt mit Nara zusammen. Gut, essen. So, wir sind jetzt im Gasthof. Wir essen jetzt was. Und das ist so ein Kyoto-Ding. Und zwar ist das Matcha mit Kakao. Also grüner Tee mit Kakao. Wobei, beim grünen Tee kann man immer nicht sagen, das ist halt dieses Matcha-Pulver mit Kakao und Cola. Und dann gibt es dann noch Essen. Ich habe Hunger. So Leute, Essen Nummer 1, eine Pizza mit Mais. Und das war nur der Anfang einer langen Reise. So Leute, wir haben uns gerade noch mal richtig schön was gegessen, uns was richtig gegönnt, vielerlei Dinge und ja, jetzt fahren wir nach Hause. Kyoto ist beendet, wir werden vielleicht noch mal herkommen, irgendwann später mal in diesem Jahr, weil wir noch nicht wirklich so alles gesehen haben, weil dafür hat die Zeit einfach einen Tag nicht gereicht. Hier haben wir noch mal das Tokyo Building, oder Tokyo vor allem, Kyoto, Skytree oder wie auch immer das Ding heißt. Ich bin gerade vollkommen perplex. Ja, und jetzt fahren wir zurück nach Osaka und dann war's das. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal weiterhin für noch mehr Tokyo Lifestyle.